Im Point of Sale funktioniert eine Zahlung mit Kryptowährungen folgendermaßen. Er tut als erstes den Verkaufspreis eingeben, in Schweizer Franken üblicherweise. In einem zweiten Schritt tut er auswählen, mit welcher Kryptowährung das bezahlt werden wird. Das ist die Entscheidung vom Endkunden natürlich. Momentan gibt es da Bitcoin, Ethereum und Bitcoin Lightning. Und wenn das ausgewählt wird, dann wird automatisch ein QR-Code generiert und der QR-Code kann vom Endkunden mit einer herkömmlichen Mobile Wallet gescannt werden. Und sobald die Zahlung durch ist, das heisst, wir bei Bitcoin Swiss haben sie in unserem technischen Processing erkennt, wird ein grüner Haken angezeigt auf dem Terminal vom Händler. Und mit dem ist die Kryptozahlung abgeschlossen für den Händler wie auch den Endkunden. Und der Händler kommt dann im Nachgang die Zahlung über in Fiat-Währungen direkt vor Ort ein. Es gibt also keine Berührungspunkte vom Händler und der Kryptowährung. Und entsprechend muss ein Händler auch nie Volatilitätsrisiko tragen.